Karl-Heinz Asenbaum, wer bist du und was machst du? Was bin ich, ist vielleicht einfacher zu beantworten. Na gut, also ich bin jetzt schon habe schon das sechste Lebensjahrzehnt überschritten und eigentlich seit 30 Jahren schreibe ich in der Hauptsache, publiziere, mache Sendungen, Filme, Bücher, schreibe Artikel und beschäftige mich jetzt seit über 12 Jahren mit einem Hauptthema, das ist die Aktivierung von Wasser, die Verbesserung von Trinkwasser, um genauer zu sein, damit man nicht denkt, dass ich vom Badewasser rede. Ich erforsche das Ganze einfach aus dem Interesse heraus, dass ich derjenige bin, der wahrscheinlich den größten Überblick über dieses Verfahren hat, das es seit 1931 gibt, wie ich entdeckt habe. Es wurde in Deutschland eigentlich erfunden und ich habe da durch meine Recherchen eben auch den Nachlass des Erfinders Alfons Natterer bekommen und so habe ich die ganze Geschichte dieser außergewöhnlichen Entdeckung eben nachvollzogen, darüber jetzt ein ausführliches Buch geschrieben und nun forsche ich weiter und versuche vor allem die Gerätschaften zu verbessern, die damit zu tun haben. Karl-Heinz, was ist denn die außergewöhnliche Entdeckung, von der du sprichst? Die außergewöhnliche Entdeckung ist die, dass man einige Jahrzehnte lang sich nicht erklären konnte, warum ein Wasser, das elektrisch aktiviert wird, sein Redoxpotenzial so stark verändert, dass es nicht mehr mit den Inhaltsstoffen, mit den gelösten Stoffen, den Mineralien und so weiter drin sind, erklärbar ist. Also jeder gelöste Stoff im Wasser hat ein bestimmtes Redoxpotenzial. Der eine positiv, der andere hochpositiv, der andere negativ, der andere ruhig negativ. Und daraus ergibt sich dann aus den gelösten Stoffen ein gesamtes Redoxpotenzial. Ja, das misst man in Millivolt. Ja, das ist einfach die Bereitschaft, Elektronen aufzunehmen oder abzugeben. Interessant ist natürlich, wenn das Wasser Elektronen abgibt, weil Elektronen heißt Energie, heißt Strom, und zur Verfügung stellen. Also ist ein negatives Redoxpotenzial das Wichtige. Und dieses war bei diesem Wasser so ungewöhnlich niedrig, dass man es nicht verstanden hat aufgrund der Zusammensetzung. Bis man draufgekommen ist, dass es daran liegt, dass sich Wasserstoff darin löst und dass der so ein außergewöhnlich niedriges Redoxpotenzial erzeugt. Was genau ist denn jetzt ein Ionisierer und was macht so ein Gerät? Ein Ionisierer ist zunächst einmal ein Gerät, das Ionen erzeugt. Und zwar, man spricht von einem Wasserionisierer. Es gibt ja verschiedene Ionisierer. Also der Wasserionisierer erzeugt Wasserionen. Wasser besteht, also Wasser ist H2O und es besteht aus zwei Ionen, nämlich dem H+ und dem OH-. Das sind die beiden Wasserionen. Und wenn ich davon mehr erzeugen kann mit einem Gerät, dann habe ich einen Wasserionisierer.